Der Jubel auf der Wahlparty von Andrzej Duda fällt nicht besonders überschwänglich aus. Etwas pflichtschuldig skandiert das Publikum seinen Namen. Der amtierende polnische Staatschef hat zwar die erste Runde der Präsidentenwahl für sich entschieden, der konservative Politiker kommt laut Nachwahlbefragungen auf rund 42%. Doch vor einigen Wochen sah alles noch nach einem viel klareren Ergebnis zugunsten Dudas aus. Sein liberaler Herausforderer Rafał Trzaskowski erreicht etwas mehr als 30% der Stimmen. Der Warschauer Bürgermeister sagt der regierenden nationalkonservativen Regierung den Kampf an, die für Duda die Werbetrommel gerührt hatte. Ihr werdet bald entscheiden, ob ihr einen starken Präsidenten wollt, der die Regierung wirklich kontrolliert. Oder ob ihr einen Präsidenten wollt, der seine eigene Unterschrift nicht wert ist. Für die Stichwahl am 12. Juli wird ein knappes Ergebnis erwartet. Ein Sieg Trzaskowskis würde den Handlungsspielraum der nationalkonservativen Regierung stark einschränken. Schließlich kann der Präsident sein Veto gegen Gesetzesvorhaben der Regierung einlegen.